Hallo meine Freunde, was geht? Master 27 und so. Und ja, jetzt fangen wir mal gleich an mit tollem Zeichnen. Yay! Seid ihr auch schon heute so motiviert wie ich und ich soll nicht am Anfang so viel Scheiße reden und ich rutsche jetzt hier mit dem Stuhl irgendwie hin und her. Und jetzt geht's los. Super Einleitung, finde ich einfach super. Okay, heute lernen wir den Halbschnitt. Tja, von Halbschnitt gibt es zwei Varianten zu zeichnen. Prinzipiell erkläre ich aber eine der wichtigsten Sachen davon. Das ist hier. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Habe ich verkehrt. Habe ich gerade eingeknickt. Super. Ja, die Striche sind ganz, 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 ganz wichtig. Weil, wenn ich zeichne, soll man immer erkennen, was, ja, ob das jetzt da gefüllt oder nicht gefüllt, sichtbar oder nicht sichtbar ist, oder ja, was es ist, ob da ein Hohlraum existiert oder nicht. Es ist prinzipiell so, wird es gezeichnet, dass wenn man hier so sowas hat, ich will jetzt nicht zu viel Platz verschwenden. Schade eigentlich. Ich mache mal was ganz klein, so 3 cm runter, dann hier ein bisschen rüber, sagen wir so zwei rüber, gerade muss man natürlich überall sein, hier hoch, ja, lalala. Jedenfalls wichtig ist dabei immer, und das sage ich immer, alles muss gerade und symmetrisch sein, sonst funktioniert der ganze Blödsinn sowieso nicht. Hier hat man jetzt so eine Fläche. Damit erkennt man klipp und klar, das ist ein Körper. Natürlich kann der Körper auch befüllt sein und also der hat sicher was drin. Die genauen Maße weiß ich nicht, ob ihr das wissen wollt. Ich nehme hier jetzt da mal so. Ja, es sind nicht genau Maße. Ich nur zum Andeuten, sonst werde ich hier noch schwarz beim Malen, Zeichnen. Malen ist es hier nicht. Malen nach Zahlen ist das Ganze hier nicht. Es hat sich schon aufgehört. Aber wichtig ist, dass ihr immer die exakt etwa, das exakt etwa ist, klingt super, in super toller Zusammenhang und so. Ja, das ist so irgendwie in der Richtung aussieht. Dafür habe ich auch noch das hier da, damit ihr auch wisst, was ich damit meine. Gibt auch genaue Angaben. Das sind, glaube ich, 0,3 mm. Ich schaue schnell nach. Das ist 1 mm. 1 bis 2 mm sind das. Immer einhalten versuchen, wenn ihr es genau machen wollt. Und ja. Jetzt geht's gleich weiter. Dafür gibt's auch einen Halbschnitt. Nein, das erst machen wir den Vollschnitt. Das ist Nummer 1. Der sieht etwa so aus. Ja, das Wichtige hierbei zu beachten ist, dass der Vollschnitt das Ganze anzeigt. Also nicht nur die Hälfte mit der Halbschnitt, sondern er zeigt alles an. Also hier sagen wir jetzt, da haben wir den Körper aufgezeichnet. Und da ist dann die andere Hälfte, halt, das ist von oben. Da muss man einfach sich eine Linie in der Mitte denken. Und das wird durch eine Strichpunktlinie dargestellt. Was dann den Körper in zwei Hälften einmal so gedanklich aufteilt. Und dann natürlich hier ist er, ja, von hier aus sehen ist er ja dick. Und hier drin ist nichts. Ja. Das sagt einiges aus. Und deshalb ist hier drin weiß und hier das, weil das ist befüllt und das nicht. Und sich in der Mitte durchgeschnitten, damit man es auch am besten sieht, sagen wir mal so. Aber ich muss jetzt kurz einen Schnitt machen. Ich bin gleich wieder da für euch, meine Friends. Ja, okay, jetzt da ist die, ja, die Ableitung weg. Wenn mir alles runterfällt und meine Katze mich nervt dabei, weil sie alles runterwirft, dann ist es nicht so koscher und alles. Und koscher ist eigentlich, ja, ist egal, vergessen wir das. Und ja. Zum Vergleich, hier habe ich einen Halbschnitt. Sieht man alle beide? Ja, ein bisschen hier nachschieben und so, ja. Der Halbschnitt hat unten noch zusätzlich auf den Körper, also was unten stehen, also zusammen. Ja,
Es wird dann halt so gezeichnet, dass nur sozusagen ein Viertel davon gezeigt wird, also wirklich aufgeschnitten wird. Weil das hier drin ist, wie man hier auch sieht, hier gibt es jetzt keine Übersicht, also keine Over-Air-Übersicht. Und ja, hier sieht man, dass hier drin auch wieder nichts ist. Nada. Und also wird ist hier auch nichts. Nur wird von hier nochmal der Körper von außen gezeigt. Auch wieder in der Mitte. Links ist alles da und rechts ist alles zerschnitten. Hier sieht man auch wieder das Strich Dingsbums geht Bunski. Ja, und das ist prinzipiell so die Hauptteile, wie man die Körper aufteilt. Das gibt es natürlich hier noch mehr Sachen. Gibt es natürlich hier. Schieben wir das ein bisschen weg, aus dem Bild raus. Katschau! Das nächste schiebe ich auch gleich nach. Was gibt es hier nochmal in der Übersicht vom Halbschnitt? Nochmal von einem den Quader halt Halbschnitt. Kann man eigentlich variieren, wie man will. Macht jetzt nicht das Kraut dicker oder sonst was. Ist variabel. Kann man auch machen, wenn man will. Bei einem Kreis ist dasselbe. Nochmal. Wie man sieht hier wieder ganz klar wieder diese Striche soll am besten hier so ein Kreis so ein Strichpunktlinie also hier noch mal so raus. Ich tue das jetzt übertrieben fest aufdrücken, damit ihr es auch seht. Hier raus, damit das wirklich die Blickrichtung und alles wirklich perfekt und mundo passt. Tschak, boom, und das haben wir dann auch. Hier die 0,3 mm oder 2, man weiß ich gerade nicht auswendig, müsste ich nochmal nachsehen, falls dich das noch mehr interessiert, haben wir das. Aber ich wollte diese, das sind solche Parte jetzt da, wo das reine technische Zeichnen angeführt ist, also nicht wundern, wenn ich da irgend sowas Komisches erkläre. Das ist gewollt so. Ich habe mir extra viel Mühe gegeben, um diesen Herr Professoren hier allen zu zeigen, dass ich nicht nur Müll im Kopf habe. Aber das kommt ja auch eigentlich schon hin, aber ist egal. Und dann alle Hater da draußen, das interessiert mich alles nicht, was ihr sagt. Mich interessiert nur konstruktive Kritik, die ich wirklich annehmen kann und nicht so negativ. Schön, negativ. Also, das ist Minus. Schön, schön für ihn. Ja, ist mir jetzt relativ egal, aber das Wichtigste hier ist, ja, wie man Körper am besten so darstellen kann, das sind die Längsschnitte. Und ja, das war's auch wieder eigentlich von meiner Seite her. Falls irgendwelche Fragen. Oh, noch was ganz Wichtiges, fast vergessen. Die Dinger hier, ja? Die Striche müssen immer in 45 Grad Winkel gemacht werden, also nicht vergessen. 45 Grad. 45 Grad. Müssen immer in 45 Grad Winkel gemacht werden. Hätte ich fast vergessen. Hui, gerade noch erinnert mich selbst dran, weil ich habe jetzt überall Notizen über mir hier sowas und solche Sachen hingelegt, damit ich nicht aus der Rolle oder so irgendwie falle. Ja, habe ich mir extra alles ausgesucht, damit ich euch helfen kann. Aber nicht vergessen, 45 Grad muss das eingeordnet sein. Okay, das war's eigentlich wieder. Und jetzt kommen wir gleich zum Outro, meine Freunde. Bis gleich. Tja, das war's wieder mit einer tollen Folge vom Master 27. Hier oben seht ihr wohl hoffentlich das große Abonnierzeichen. Da könnt ihr drauf daschen, bis die Atombomben fallen. Hoffentlich nicht auf Österreich. Ja, aber ist auch egal. Dann hier sehen wir hier unten noch das Video von letzten Mal. Könnt ihr euch reinziehen, das, wo ich das Haus bauen erkläre. Viel Spaß damit und ja, wir sehen uns wieder bei der nächsten Tag, nein, nächste Folge vom Master 27. Ich bin Master 27 und ich wünsche euch einen schönen, was wir gerade haben. Nein, natürlich Samstag oder Freitag. Ich glaube, ich tendiere mehr zu Samstag, aber ist doch egal, meine Freunde. Tja, das war's, Master 27. Tschüssi, Kowski, meine Friends. Und ja, tschüss.